Oh, das tut mir aber leid. Toilettentalk, mal wieder. Ja, wir haben heute wirklich ganz tolle, spannende Neuigkeiten rund um Nerdstar, aber auch was wirklich Schlimmes. Am besten gehen wir ins Studio und dann zeige ich euch das alles. Ups, ja, jetzt sind wir gerade im Studio. Ich habe euch mal so ein bisschen was umgebaut, um euch zu zeigen, was es alles Neues gibt. Der Toilettentalk ist ja bekanntlicherweise ein sehr klassisches Format, jetzt wieder gewünscht und jetzt ist es wieder da. Heute mal ein bisschen anders. Heute möchte ich euch nämlich einiges erzählen. Das ist nämlich unsere Form eines Vlogs. Und zuerst habe ich mir meinen schlauen Zettel geschrieben und möchte euch sagen, was es so alles an Neues gibt in der Nerdstar-Welt. Einige haben es schon gesehen von dem YouTube-Banner, da konnte man es erraten. Wir haben nämlich ein neues Sendekonzept. Das heißt, stopp, erst einmal ganz kurz die Themen. Also es geht einmal kurz rund um Nerdstar, die News, Sendekonzept und so weiter. Da könnt ihr jetzt hier rumklicken. Oder wir springen weiter in den Sendeplan. Was kam letzte Woche, was kommt nächste Woche? So, falls ihr einfach weiter gucken wollt, dann bleibt doch jetzt einmal dran. Und zwar erzähle ich euch, dass wir ein neues Sendekonzept haben. In dem neuen Sendekonzept ist vorgesehen, dass wir jetzt nur noch 3 Upload-Tage haben. Klingt erstmal wenig, aber alle Formate bleiben erstmal vorhanden. Das heißt, wir teilen das nur anders auf. Wir haben jetzt den Montag. Der Montag, der ist, jeden Montag kommen Unterhaltungsvideos, wie zum Beispiel Nerd Arena, wie Toilettentalk, wie sonstiges. Also einfach die pure Unterhaltung. Am Dienstag wird es informativ. Am Dienstag gibt es dann die Reviews, da gibt es Tipps und Tricks, da gibt es Technik, Checks und so weiter. Und am Donnerstag, jeden zweiten Donnerstag, kommt es die TV-Show. Bevor gleich alle aufschreien, nein, die anderen Formate kommen auch nochmal verstreut. Nur das sind wirklich die festen Tage, die wir hochladen werden. So viel dazu. Die TV-Show kommt alle 2 Wochen, habe ich gesagt. Jetzt nicht mehr an dem letzten Donnerstag im Monat, sondern immer in der ersten Woche und in der dritten Woche. Das ist der Plan. Demnach müsste ja eigentlich diese Woche die neue TV-Show kommen, kommt aber nicht. Das heißt, wir starten mit dem neuen TV-Show-Konzept erst in der dritten Woche diesen Monats. Soviel dazu. Dann haben wir ein neues Mitglied. Mathisse ist jetzt neu bei uns im Team. Der hat sich schon gut eingefühlt. Der hat schon einige Artikel geschrieben und hat auch schon eine Review vorbereitet. Er wird hauptsächlich tätig sein in dem Review-Bereich und im Nerdstalgie-Bereich. Nerdstalgie dann zum Beispiel auch montags immer. Genau, wir haben einen neuen News-Dienst eingeführt. Das heißt, jeden Tag kommen jetzt spannende News auf unserer Homepage, die ihr hier gerade seht. Diese Woche hat der Sebastian News-Dienst. Das heißt, falls ihr spannende News-Vorschläge habt oder so, dann freuen wir uns natürlich immer tierisch, wenn ihr das Programm mitgestaltet. Schreibt doch einfach eine E-Mail an sebastian@nerdstar.de. Er wird natürlich tierisch gerne darauf eingehen. Dann haben wir nämlich noch was Tolles. Ihr hört es auch leider, es halt ein bisschen. Das Studio ist immer noch recht leer. Ihr könnt uns Sachen schicken. Wenn der Kameramann mal kurz hier geht, das ist das Letzte, was wir bekommen haben. Das ist auch aus Gelsenkirchen gekommen. Von wem das gekommen ist, das sage ich in der nächsten TV-Show. Wir haben ein Kegelgeschenk gekriegt. Das ist doch mal echt eine coole Sache. Ich stelle den erstmal wieder hier hin, bevor wir den woanders mal platzieren. Genau, also schickt uns bitte an folgende Adresse, die ihr unten eingeblendet seht, einfach mal ein bisschen Krams. Wir würden uns tierisch freuen, wenn wir mit euren Quatsch das Studio weiter füllen können. Wir machen ganz schnell weiter. Und zwar haben wir eine Umfrage am Laufen. Wir gehen mal schnell ins Forum. Diese Umfrage wird natürlich auch mit einem Gewinnspiel belohnt. Das heißt, in dieser Umfrage geht es darum, die TV-Show ist im Umbruch. Was wollt ihr sehen? Wir haben nämlich überlegt, Formate, die sonst einzeln gekommen sind, wie zum Beispiel Nerd Arena, Go Real Life oder sonstiges, mit in die TV-Show reinzustopfen, dass wir das schaffen, die alle 2 Wochen zu bringen. Trotzdem wollen wir gerne von euch wissen, was wollt ihr denn überhaupt sehen? Das könnt ihr hier in unserem Forum, wie ihr gerade seht, haben schon einige fleißig abgestimmt. Eure Meinung dazu abgeben, was ihr sehen wollt. Könnt auch selber Vorschläge schreiben, haben natürlich auch schon einige gemacht. Und wir entlohnen das Ganze mit einem kleinen Gewinnspiel. Ihr nehmt automatisch teil, wenn ihr hier einmal abstimmt oder vielleicht einen Vorschlag bringt. Wir würden uns wirklich freuen, wenn da was kommt von euch. Was habe ich noch? Genau, wir haben ein neues Netzwerk. Und zwar sind wir bei playtimes.tv. Nun quasi unter Vertrag oder in den nächsten Wochen wird das Ding festgemacht. Das ist deren Seite. Schaut da doch mal rein, da sind schon viele, viele tolle YouTuber, die da unter Vertrag stehen, so gesehen. Und ja, ich glaube, die Jungs freuen sich, wenn deren Projekt viel Zulauf bekommt und schaut da doch einfach mal rein. Auch wir sind da natürlich vertreten. So viel dazu. Die ganz schlechte Nachricht, die mache ich ganz am Ende. Das überspringe ich jetzt. Und zwar kommen wir zum Sendeplan. Was kam in der letzten Woche? Die TV-Show kam in der letzten Woche. Wie ihr hier seht, ist die TV-Show natürlich schon hochgeladen worden. Die TV-Show war ganz besonders toll, ist natürlich für uns immer was ganz Besonderes. Und dieses Mal hatten wir spannende Themen da drin. Wir hatten SimCity, die hatten wir dabei. Wir hatten die Arma 3 Alpha. Wir hatten
Trackmania mit der Community gespielt. Eine wirklich tolle Sache, hat riesig Freude gemacht. Und schaut doch einfach nochmal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Lasst einen Kommentar da. Wir würden uns tierisch freuen. Was kam noch letzte Woche? Ich muss einmal kurz aufstoßen. Letzte Woche kamen wie immer viele Artikel, viele News und viele tolle Blogs. Unter anderem kam von Dirk's Dirty Talk, das ist nämlich die Blogreihe von dem Dirk, die immer sehr viel Zuspruch bekommt. Schaut euch das auch einfach nochmal an. Er war in Rom und was er da so in Rom erlebt hat, das hat er in seinem Blog niedergeschrieben. Der kommt jeden zweiten Freitag, kommt Dirk's Dirty Talk. Schaut mal rein. Unter anderem war auch zum Beispiel der Matisse, der hat sich neu eingefunden hier bei uns und hat natürlich auch einen Blog, ist er gestartet mit Bioshock. Ist das wirklich das teuerste Spiel aller Zeiten? Erste Frage nachgegangen, könnt ihr natürlich auch, euch auch einmal anschauen. Ja, das war die Vergangenheit, kommen wir mal in die Zukunft. Was kommt jetzt in dieser Woche für euch auf euch zu? Und zwar haben wir da uns überlegt, dass wir heute, laden wir auch noch in Gefahr, Nerdstar in Gefahr hoch. Das haben wir schon einmal gemacht, das haben wir hier gemacht mit Sergeant Rumpel und der Trollin. War auch ein spaßiges Projekt, wir haben... In einem Dreiteiler haben wir Alien Swarm gespielt. Eine ziemlich coole Sache, hat sehr viel Freude gemacht, wurde auch schon fleißig angeguckt. Und ja, das kommt zum Beispiel heute und auch nächste Woche am Montag. Dazu dann aber später mehr. Und außerdem kommt morgen dann noch Tipps und Tricks von dem lieben Tobias. Der macht tolle Tipps und Tricks. Und natürlich das Review von Matisse, ja, sein richtiges Debüt-Videoprojekt zu Metal Gear Rising, wenn ich richtig informiert bin. Ja, so viel dazu. Ich lasse mal mit den Bildern hier, erzähle ich noch was anderes, und zwar die schlechte Nachricht. Das wird das letzte Mal gewesen sein, dass ihr mich hier gesehen habt. Schweren Herzens, weil es ja wirklich mein Baby-Projekt ist, werde ich Nerdstar verlassen müssen, denn ich muss aus beruflichen Gründen ziehe ich weg. Ich gehe nämlich ins Ausland und deswegen kann ich Nerdstar leider nicht weitermachen. Aus diesem Grund werden Steffen und Connor, die werden halt die Federführung jetzt übernehmen. Und ich fange gleich endlich an zu weinen, weil das wirklich ein Projekt ist, was ich mit Herzleidenschaft irgendwie begleite. Und seid mir nicht böse, ich muss einfach diese berufliche Chance ergreifen, die sich mir jetzt bot. Und ich sage auf Wiedersehen und bedanke mich fürs fleißige Zuschauen. Und macht's gut, Leute, ihr werdet immer in meinem Herz bleiben. Das war's von mir und Nerdstar. Und das war der Toilettentalk. Macht's gut, ich gehe jetzt.